Die großartige Sendehalle Europe 1 von 1954-55 in Beirut bei Saarlouis zeigt die Verbindung von damals modernster Radiotechnik mit avantgardistischer Architektur. Ausgangspunkt war das Unterlaufen des öffentlich-rechtlichen Rundfunksystems in Frankreich, das ähnlich wie in Westdeutschland privates Radio und Fernsehen nicht erlaubte. Hierdurch entstanden rund um Frankreich herum die sogenannten Radioperipherik, die in kleinen Ländern wie Monaco, Andorra und Luxemburg oder aber im Fall von Europe 1 das teilautonome Saarland als Sitz hatten. Das innovative Programm von Europe 1 war von Beginn an sehr erfolgreich. Einher mit dem auch kommerziellen Erfolg ging daher auch eine stetige Aufrüstung im Bereich der Sendetechnik. Das Sendezentrum Europe 1 wurde 1999 in die Denkmalliste des Saarlandes aufgenommen. Seit August 2016 ist es im Eigentum der Gemeinde Überherrn.